Ich weiß gar nicht, was wir gerade gespielt haben. Haben wir gerade auch Karo Kann gespielt? Ist ein bisschen lahm. Der Ping ist schon wieder echt in einem Bereich, wo ich echt die Krise kriege. Nervig, ey. Ist echt ein bisschen langsam, ey. Hatten wir das gerade auch? Die gleiche Variante? Ich weiß schon nicht mehr. Die Variante spiele ich ständig zurzeit. Ich mag die Variante. Hat Springer F3 gemacht, Läufer D6. H3 jetzt macht er. Rochade. Ah, der Läufer steht noch auf F1. Ne? Ich mache Turm E8 gleich. Ne? Läufer E2 macht er. Okay. So gut habe ich alles nicht so im Blick heute. Naja. Läufer D3 jetzt. Ist echt langsam, ne? Es leckt wahrscheinlich gerade so ein bisschen, ne? C4. Johnny diskutiert das nicht mehr. Es ist egal. B3. Kann mich nicht so richtig konzentrieren. Die Zugtöne sind zu laut. Wieso hört man überhaupt den Ton? Wieso eigentlich? Ich habe doch auf Silent gemacht. Was kam jetzt? Läufer D2. Machen wir Läufer C7. Die Bauern stehen hier, ne? Springer, Dame, Läufer, Turm, Turm, König. So müsste es stehen. Jetzt macht er Turm F1, Dame D6. Wenn er schlägt, schlage ich natürlich. Komm, nicht Pre-Move. Springer steht auf G6. So, Turm, Turm. Wir haben noch zwei Leichtfiguren auf dem Brett, ne? Weil der Springer wurde sowieso getauscht und dann der weißfällige Läufer. Er könnte jetzt die Türme hier tauschen, ne? So. Komm, Pre-Move können wir machen. Turm E8, Turm E8, Turm E1. Ich darf nicht zu viel tauschen. Turm E1, Läufer E1. Nee, ich darf nicht zu viel tauschen. Besser Turm E8, Turm D8 spielen und den D4 anzugreifen. Ich glaube, es ist einfacher, mit Augen verbunden zu spielen. Das leere Brett ist sehr komisch, muss ich sagen. Vor allen Dingen, man muss genau hingucken, was jetzt gelb markiert ist. Hier, ne? Ansonsten wird ja einem der Zug angesagt. Und es ist viel logischer, wenn der Zug angesagt wird, ist eigentlich ziemlich klar, was kommt. Hier übersehe ich manchmal den Zug. So, ne? Also das leere Brett schauen ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt macht er C5, gibt mir das Feld D5. Gehen wir da rein. So, Müsli Gambit lässt sich ganz schön viel Zeit, muss ich sagen. Dadurch, dass die Stellung so ein bisschen übersichtlich ist, ist sie jetzt nicht so schwierig für mich. Dame C4, ja. So ein bisschen gedacht, dass er das macht. Okay, man Turm dahin. Wenn er nimmt, nehme ich. Der Bauer ist rückständig. Das muss okay sein für mich, das Endspiel. Machen wir. Ich will aber nicht Figuren tauschen. Ich habe echt einen scheiß Ping, Leute. Das dauert ja ewig, bis der Zug kommt immer. Ich habe auch nur 2 von 4 Balken bei Lichess. Und der Upload ist auch nicht besonders hoch. Scheiße. So, wenn er schlägt, schlage ich mit dem Turm und verdoppel die Türme, mache Druck gegen den Bauern. Auf E7 kann er nicht rein, weil hier steht der Springer. Das Endspiel ist angenehm für mich. Normalerweise bei 4 gegen 3, ne?
Allerdings ist der Bauer rückständig. Normalerweise will man hier einen Freibauern bilden. Kann man aber jetzt nicht. Was hat er gemacht? Läufer E3. Zum D7. Turm AD1. Nee, Router neu starten. Brauchen wir nicht. Turm D8. Nee, nee, das ist ein neuer Router. Das ist alles neu. Das liegt am Netz hier. Das ist alles. Das liegt hier in diesem Gebiet. Turm D2. Jetzt spielt er sehr, sehr, man muss sagen, sehr, ja, zurückhaltend, ne? Turm D2. Ja, wo kann die Dame eigentlich noch hin, ne? Die steht dort. Läufer hier, Springer da. Vielleicht sollte ich die Dame einfach mal wegziehen. Ja, Dame F5. Es steht halt ein bisschen passiv, der liebe Müsli. Dame F5. Idee könnte sein, Springer F4 oder? Nee, weiß ich auch nicht. Nee, Springer E7, Springer D5 ist logisch. Mit dem Springer da rein. Und bei ihm geht so langsam die Zeit so ein bisschen flöten. Vielleicht sollte ich auch mal ein Luftloch machen. Hier H6. Oder mal A6 hier, damit nur noch der B7 gedeckt werden muss hier. Die beiden sind ja ungedeckt, die Bauern. Da kommt er aber auch nicht ran. Turm ED1, okay. Ich spiele jetzt mal schneller H6. Weil die Stellung ist für mich einfach gut. Er droht nichts. Und solange er nichts droht, kann ich einfach ein bisschen rumschaffeln hier. Vielleicht jetzt noch A6 im nächsten. D5 kann er eh nicht machen. B4, A6. Das ist klar. A4. Ja, das ist vernünftig, was er jetzt spielt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Druck machen hier. Läufer F4 bringt nicht so viel, ne? Weil er wird nicht schlagen. Und wenn ich schlage, bringt mir das nicht, auch nicht so viel. Aber den Springer nach D5 überführen ist schon sinnvoll. Okay. Oder? Ja. Ja, soll ich nochmal schlagen oder schlagen lassen? Das ist hier die Frage. Er droht zu schlagen. Was heißt droht? Wenn ich Springer D5 spiele, nehmen, Dame A4, dann hängt er hier. Das ergibt nicht so viel Sinn. Jetzt stehe ich auf der D-Linie mit den Türmen, die machen aber nichts. Vielleicht sogar nehmen einmal. Dame nimmt, Springer D5. Sieht ein bisschen strange aus, was ich mache. Aber so ein bisschen auf. Wenn er den macht, dann kommt der. Den macht, kann ich nehmen. Was ist meine Idee überhaupt? Ehrlich gesagt habe ich keine Idee. C6 hat er gemacht. Moment. Ach, der Turm hängt, ne? Ich muss nehmen, leider. Dame schlägt C6. Ja, jetzt hat er hier einen Freibauern, aber ich habe den super geblockt. Und jetzt muss ich Läufer F4 machen wahrscheinlich, ne? Ja, Läufer F4 sieht gut aus. Wenn er schlägt, schlage ich mit dem Springer. Dame C2 greift meine Dame an. Die Türme stehen hier. Jetzt kann ich Springer schlägt H3 machen, aber. Ja.
GG, schreibt er. Die Bauern hier, ne? König hier, König da. Ja, habe ich noch die Übersicht behalten, wo die Figuren stehen. In dieser Partie. Hat aufgegeben, GG. Ja, danke.